Herzlich willkommen bei Meinungsheld. Gewächshäuser sind oftmals nicht ganz so einfach aufzubauen und auch relativ teuer. Wir möchten heute allerdings über ein Modell sprechen, das noch vergleichsweise günstig ist und zudem sich einfach aufbauen lässt durch die Anleitung des Herstellers. Mit einem Gewächshaus lässt sich im Prinzip genau das machen, was ein Gärtner bevorzugt, nämlich oftmals geht es hier um das Anbauen von Tomaten oder auch Gurken und so weiter. Ein Gewächshaus ist entsprechend sehr vielseitig einsetzbar und gerade dann, wenn ein Fundament mit einherkommt, ist das Ganze besonders praktisch und schützt besonders gut. Wir sprechen heute über den Prast, also das Prast-Gewächshaus und wo könnt ihr euch das Modell günstig kaufen. Wenn ihr euch einen solchen Artikel zulegen möchtet, wir haben wie immer einen Preisvergleich für euch durchgeführt und das beste Angebot unter diesem Video unten in der Videobeschreibung verlinkt. Auf jeden Fall reinschauen, das lohnt sich. Hier könnt ihr möglicherweise noch den einen oder anderen Euro sparen. Zusätzlich haben wir da noch die wichtigsten Informationen zusammenfassend für euch hineingepackt. Das Brast-Alu-Gewächshaus gibt es in verschiedenen Formen und Größen. Also der Hersteller bietet unterschiedliche Modelle an. Dieses Modell hier hat die Maße 430x250x205 und ist mit einem verzinkten Stahlfundament ausgestattet, sodass hier auch nochmal zusätzliche Dachgiebelverstärkungen und Dachstreben mit dabei sind. Das sorgt dafür, dass das Gewächshaus wirklich sehr stabil aufsteht und nochmal Wandprofilverstärkungen mit eingebaut, sodass hier wirklich in dieser Preisklasse ein Gewächshaus geliefert wird, das sehr, sehr stabil ist. Das unterschreiben auch nochmal viele Kunden, denn die Erfahrungen und Meinungen hier, die wir ausgewertet haben, sind sehr, sehr positiv. Es gibt allerdings auch durchaus ein paar negative Meinungen, darauf gehen wir später im Video auch nochmal ein. Die Hohlkammerplatten hier bei dem Prast-Gewächshaus haben eine 6 mm Dicke und sorgen auch nochmal dafür, dass das Gewächshaus sehr temperaturbeständig ist, sodass hier eine sehr gute Isolierung gegen Kälte erfolgt. Außerdem hat der Hersteller dafür gesorgt, dass zusätzliche Kappen hier verbaut sind bei den Schrauben und so das Modell nochmal ein bisschen besser gegen Korrosion und Rost geschützt werden kann. Auch das finden wir sehr gut. Insgesamt lässt sich das Gewächshaus relativ einfach verbauen und aufbauen, auch dann, wenn man selbst keine großen Erfahrungen in diesem Bereich mitbringt. Natürlich sollte man sich da einen Nachmittag Zeit nehmen, am besten auch zu zweit, aber dann steht hier dem neuen Gewächshaus nichts im Wege. Das Ganze natürlich wetterbeständig, rostfrei und sehr stabil verbaut. Insgesamt wiegt das Gewächshaus ca. 70 Kilogramm laut Hersteller und wir haben natürlich Fenster dabei, mit den Maßen 60x60 cm, noch natürlich auch das Fundament, wie eben erwähnt, was das Ganze noch ein bisschen praktischer macht und die Besonderheit hier auch nochmal, dass die Fenster eben verschließbar und höhenverstellbar sind, um eine sehr gute Luftzirkulation hier zu gewährleisten. Auch mit dabei Regenwasserfallrohre, die mit zwei Regenrinnen daherkommen. Diese sind ebenfalls im Lieferumfang mit drin, sodass das Regenwasser dann aufgefangen wird und dann nach Möglichkeit oder nach Wunsch weiterverwendet werden kann. Insgesamt also zu guter Letzt noch zu sagen, dass wir hier natürlich eine Schiebetür haben, 61x172 cm. Diese wird auf Rollen gelagert, um dann auch gut in das Gewächshaus eintreten zu können. Insgesamt also ein gutes Modell zu guter Preis-Leistung, was die eine oder andere Schwäche bietet. Natürlich nicht jeder Kunde kam optimal mit dem Aufbau zurecht und auch die Tatsache, dass manche Kunden ein bisschen Probleme mit der mit den Detailabbildungen hatten, beziehungsweise auch mit der Stabilität. Also manche Kunden hatten auch ein bisschen Probleme mit der Stabilität, obwohl im Vergleich zu diesem Preis es wenig Modelle gibt, die deutlich stabiler sind, sodass man sagen kann, wenn man gerade auch ein bisschen handwerkliches Know-how mitbringt, ist das ein gutes Modell, wo es sich lohnt zuzugreifen. Ansonsten sollte man unter Umständen auch ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen. Unterhalb dieses Videos in der Videobeschreibung alle wichtigen Infos und der Link zum aktuellen Angebot.